So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Elden Ring, dem DLC. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und in der letzten Folge hatte ich gesagt, dass ich jetzt das Gebiet hier erkunden will, das Plateau. Weil in der letzten Folge wollten wir unbedingt noch die Karte finden hier, aber das funktioniert ja nicht so gut. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie hier hinten rum geht. Irgendwie hier hinten rum. Irgendwo so, also... Keine Ahnung. Wir erkunden jetzt das hier. Oh, das da hinten sieht mir aber aus wie einer, der gleich anfängt zu brennen, oder? Links. Nein? Warum habe ich ein ungutes Gefühl hier? Ah. Ruine der Unte. Okay. Dann erkunden wir die Ruinen der Unte mal. Alles, was ich anvisieren kann, sollte ich töten. Was ich verzaubere. Wahrscheinlich Freund, wage ich es ja nicht. Wenn ich ihn anvisieren kann, ist er doch auch ein Feind. Was für ein Talent denn? Ja, cool. Sind wir hier so durch. Voll nice. Bringt absolut nichts. Aber hey. Ich glaube, ich höre rechts Frösche, kann das sein? Das höre ich zumindest. Okay, ich gehe auf dem Pferd. Das ist mir alles zu langsam so. Gott suchen. Gott suchen. Irgendwie ist hier nicht viel, hä? Zumindest nicht außenrum. Die gehen mal rein. Warte. Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. So, so. Was? Mesmas Glut? Hatten wir nicht. Wir hatten einen Text, wo es hieß, mit Mesmas Glut, also dass wir Mesmas Glut brauchen, um was anzugucken. Auf dem Gesicht. Ja, super. Was mache ich denn jetzt? Bin ich hier irgendwie rein? Hier, der steht auch nur doof da.
unerwartet, dass sie dürfen nicht. Ich komme hier gar nicht ran. Ich komme hier echt nicht ran. So, den platt machen, den machen wir gleich platt, aber ich muss zuerst das Gebiet hier außen noch ein bisschen auskundschaften. Ja, ja, da kann man glaube ich schon rein. Oh. Der Geister anscheinend. Ich will zuerst kurz das gesamte Gebiet mal anschauen hier. Ja, obwohl ich glaube, dass wir den nicht kaputt kriegen. Ah, hier ist ein Lagerfeuer. Moment. Was bedeutet das, dass hier ein Weg ist? Auf dein Gesicht schießen oder so? Aber von dem, der liegt? Ja, vielleicht. Hier scheint ja offensichtlich auch noch ein Pfad zu sein. Ah, ich wollte den Hammer noch upgraden, ne? Der die Tür blockiert, der liegt eben, der ist tot. Glaube ich. Ihn wieder anzünden. Ja, das war auch mein Gedanke, dass man den vielleicht mit dem anderen wieder anzünden kann. Oder muss ich zwei bekämpfen, ne? Das sind wir uns. So, eins Ofengesicht. Der wird mich jetzt wahrscheinlich auch gleich angreifen, oder? Das wäre der Moment, wo ich glaube ich das reinwerfen sollte. Ja, ja, dass ich einen Topf oben in den Dings reinschmeißen kann, das weiß ich schon. Aber er muss sich nochmal so gucken. Steht er wieder dahin.
Vielleicht sollte ich mal versuchen, auf sein Gesicht zu schießen. Nein, du musst dich umdrehen. Nicht in Flammen aufgehen. Aber sein Kopf wackelt schön, wenn ich das mache. Ich will sterben. Er ist ziemlich rot. Kann es sein, dass der sich vielleicht auch selber überhitzen kann? Nein, ich will keinen Tipp.
What the fuck? Ha. Komm ich da nicht noch weiter hoch? Die habe ich nicht gut genug geschützt dafür. Also bei einigen weiß ich halt, die kann ich oben reinwerfen. Da kann ich die Sachen oben reinwerfen. Aber bei dem kann ich die Sachen nicht richtig oben reinwerfen. Das heißt, wir machen das jetzt nicht, sondern wir gehen mal weiter. Na, na, nice, nice, nice. Na, ich will. Weil mein Chat hat mich bereits gespoilert, dass es auch eine zweite Methode gibt, wie man den töten kann. Das heißt, wir werden irgendein Handbuch finden müssen. Etwas in diese Richtung. Ja, das habt ihr, Chat. So. Nehmen wir mir so. Ah, ist schon wieder. Bin ich mal gespannt, wo wir denn hier hinkommen. Weil scheinbar ist hier ja jetzt nicht so viel. Also wir werden hier irgendwie in die Mitte können. Oder soll ich nochmal versuchen, wenn er nicht da ist? Ich versuche nochmal schnell da reinzuspringen, wenn er nicht da ist, dass ich dann an der Kante hochgehe. Eigentlich kein Spoiler, aber wir es verstehen, wenn du verstehst. Dadurch, dass man doch in den Chat schreibt, du kannst den übrigens auch auf eine andere Art und Weise töten, beendet man doch automatisch meine Art und Weise zu spielen, indem dass man mir den Hinweis gibt, du kannst den auch anders töten. Ich verändere daraufhin ja den Spielstil von mir. Ich werde wahrscheinlich irgendwie von unten reinkommen können. Wir gehen doch hier durch. Ich habe noch nichts gemacht, ne? Nur erkundet. Also. Den Türsteher kann man versuchen. Ich habe ihm doch auf die... Ich habe ihn geschlagen. Was soll ich denn machen? Soll ich ihn anzünden? Soll ich ihn entflammen? Dass er vielleicht aufsteht? Wie ich dann rein kann. Mein Gedanke ist, dass ich jetzt weitergehe und dann, wenn ich einen Weg da rein finde, dann gehen wir den Weg da rein und wenn ich keinen Weg rein finde, dann gehe ich nochmal hin und versuche den irgendwie oder einen anderen Weg.
Aber warte, deswegen kann ich ja oben hin. Nein, das funktioniert. Warte, wahrscheinlich habt ihr recht. Kann ich ohne Grund auf die eine Platte oben drauf, sondern von da werfe ich dann das Feuer, den Feuertopf rein. Ups. Es muss auch einen Grund geben, warum mein Charakter da abrutscht. Kann nicht von nichts kommen. Ja. Es funktioniert wirklich, ich glaub's ja nicht. Ja, jetzt habe ich zwei wach, super. Die sich gegenseitig anzünden können. Okay, ja, dann gut. Nice, muss ich mir merken. Ja, war die gute, war eine gute Idee. Hm, jetzt kann ich vielleicht auf der Seite hoch. Vorsicht vor Schatztruck. Komm mir bekannt vor. Unerwartetes Falle. Alle? Riesiger goldener Bogen. Was ist das? Den muss ich ausprobieren. Okay, jetzt habe ich einen riesigen goldenen Bogen. Ja, kein Problem für mich. Ich wollte schon sagen, help me, Step Tarnish. Sorry. Das Stein ummantelte Schwert zur Dunkelheit heben. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her hatte.
Entschuldigung. Nein. Hier wollte ich hin. Einzigartiges Talent, Dunkelheit. Hebt das Schwert in die Luft und spaltet die Umgebung mit Dunkelheit. Verursacht Heiligschaden oder reduziert kurz die Heiligschadenresistenz. Okay, das ist sweet. Wir werden es upgraden. Mit dem Hammer auch. Ja, aber was mache ich jetzt hier? Hinten raus. Sieht dir nicht nach Heiligschaden aus. Echt? Was ist genau passiert? Okay, wir haben jetzt zwei hier, ne? Der steht ja theoretisch auch wieder auf. Ja. Ich hol mal schnell meine Waffen, meine Sachen, meine Zeugs. Yo! Hören Sie wieder auf. Dann. Ich muss natürlich auch an so einer beschissenen Stelle sterben. Ich wollte schon sagen, dass ich gestorben bin, Alter. Ich bin aber sauer geworden. Frage: Können sich die leiden oder können sich die nicht leiden? Okay, die können sich scheinbar leiden. Also, wenn ich herausgefunden habe, wie man die. Oh Gott. Sonst noch töten kann. Feuerschaden nach Feuerschaden. Yo! Ich muss weg hier. Ich bin jetzt einfach eine. Ich bin schon eine halbe Stunde in dem hier oben. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Wie kann man so langsam spielen, bitte? Wir gehen hin, nehmen unsere Sachen und dann gehen wir den anderen Pfad runter. Ja, mega, es klingt mega produktiv. Ich bin insane produktiv hier gerade. Wir machen das ein bisschen anders.
raide noch schnell die zwei Waffen ab und dann spielen wir die mal, damit ich auch mal wieder was anderes an Waffen spiele. Hier. Now. Dunkelschmiedestein. Ich habe keinen Dunkelschmiedestein auf 3. Konnte ich? Irgendwo konnte ich noch kaufen, oder? Now. Kann ich? Wo konnte ich die nochmal kaufen? Bei dem anderen Händler hier. So, hier auf der anderen Seite. Oh shit. Was ist jetzt der hier? Ja, nur noch beide. Wahrscheinlich zu wenig. Also. So, jetzt gehen wir endlich los. Muss noch jemand aufs Klo? Weil. Jetzt wollen wir. Also. Okay, ist ein bisschen schwächer als die andere Waffe, schlägt aber ein bisschen schneller zu. Rüber. Zumindest nicht so. Ah, da, Ausdruck. Ich wollte nur mal die Fähigkeit ausprobieren, Mann. Aber ich weiß nicht, ob sie wahnsinnig viel bringt, weil ich muss sie echt nah. Also ich muss echt nah sein, ne?
Die Frage ist, wie lange hält die Schwächung gegen Heiligschaden an? Oh, warte mal. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich wieder hoch. Nein. Ich komme da rüber. Oh, okay. Ja, aber ich muss doch sehr bitten. Hallo, ich bin... Also... Der Hammer ist besser. Ja, ich befürchte es auch. Dann nehmen wir den Hammer mit. Also, wir könnten hier runterklettern. So wie es aussieht. Also hier haben wir so ein Ding, das runtergeht. Und auf der Seite auch. Das heißt, ich komme... Ich komme nach dem Wasserfall nochmal runter. Ist das vielleicht die Möglichkeit, wie wir hier rüberkommen? Komme ich so zur Karte? Nee, fängt das wieder an. Labert der wieder von der Karte. Du kommst da nicht hin, Nexus. Erkunde endlich. Auf die Karte zu suchen, das hat keinen Sinn. Okay, ja, ist ja gut. Die haben mich zu fressen gern. Ich befürchte es auch. Himmelfliegenzeugs. Okay. 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 Ich glaube, das dient auch dazu, dass wir da runtergehen. Ich glaube, das ist mainly der Programm da. Ich komme hier sehr zwergisch vor mit dem Hammer. Wow. Okay, alles klar. Ja, ja, ist ja gut. Ich versuche hier aufzustehen und wegzugehen. Das ist eher eine Fähigkeit für nach einem Finishing-Move. Ja. Ah, nicht in den Tod reiten hier, hallo. Nutzlosigkeit für eins, aber preiset untersucht. Ist das eine Nutzlosigkeit? Umso mehr Achtung, Nachrichten. Ja, da kann man aber unten stehen. Ein Trockenblattsiegel. Aber dann ist hier wieder. Das ist ein Siegel. Wo ist das Siegel denn reingekommen? Ich habe den Bogen gar noch nicht ausprobiert. Verstärkt Mikellas Anruf. C auf Glauben. Also es verstärkt. Das Problem ist halt, der ist halt mit Glauben auf S. Das ist Glauben auf C.
Der ist halt einfach wie eine Wertung besser, würde ich behaupten. Und irgendwie ist immer dunkel hier. Wir reiten mal da nach hinten. Sollte eigentlich Dead End sein, aber you never know. Nice. Nur noch ein paar, dann können wir noch mal versuchen mit Mesmer. Lass euch einfach stehen. Ich frage mich, ob es hier unten noch eine Höhle gibt. Oder ob es einfach darum ging, da dieses Item zu holen. Ich vermute nur das. Mal weiter. Hier nicht, aber hier schon. Also. Nett. Aber schnell. Was ist das? Ist ja hier unterhalb. Östliches namensloses Mausoleum. Ja, ich will eigentlich nur schnappen. Ich weiß nicht so genau, was ich will, aber wir machen mal. Wo kam alles, was du zu sehen hast, oder? Okay, die Spezialfähigkeit vom Hammer bin ich nicht so prickelnd. Wirklich noch gegen den, das gibt's ja nicht. Okay,
Okay, ich muss die Hammersprünge viel besser timen. Der Hammer macht gut, Boys. Also du meinst, oh, ein Großkatana. Helm. Nett. Einzigartiges Talent, Grasschneider, führt zensenartige Querschnitte mit dem Schwert aus. Männer fällen wie Grashalme, weitere Angaben keine Ahnung. Solange die Ausdauer reicht, okay. Naja, überschaubar ist der Boss. Die Gegner schneller gestaggert werden. Achso, ja, das dachte ich mir noch. Ich hab den Bogen da noch nicht ausprobiert. Ach, das ist der Bogen. Ich dachte Pfeil und Bogen. Nicht so Bogen. Ist das da unten wieder so ein Kack-Nashorn? Ja, ist es. Ist das ein Hund? Ah, das ist ein Hund. Wie alles ein Hund ist es hier beinahe. Der Hammer ist cool, ich muss, also ich darf nicht zu weit auf einen zuspringen und dann schlagen, weil dann schlage ich teilweise dran vorbei. Ich muss von ein bisschen weiter hin. Der hat vorneweg noch eine kleine, so eine AOE-Fläche, wo er trotzdem gut trifft. Und dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal runter hier. Oh, das war knapp. Nur ein bisschen Timing haben, dann macht er Laune, ja. Das glaube ich. Ich arbeite ja eh gerne mit dem Sprungschlag, um die Feinde schneller zu stunnen. Steggern. Ist das der erste Wasserfall, was dahinter ist? Nein. Nina Nashorn. Komm. Ausweichen. Soviel zu meinem Ausweichen. Soviel zu meinem Ausweichen. Danke. Oh, nice. Noch einer. Sehr geil. Wie nennt man das, wenn man mit dem wenn man mit einem Hammer das Fleisch bearbeitet, damit es so ein bisschen zarter wird? Klopfen. Das heißt einfach nur klopfen. Okay, ich dachte, das hätte noch irgendeinen fancy Namen oder so. Oh.
Reparieren, echt? Ja, aber das ist voll der Betrug, sorry. Ich alter Fleischklopfer, ich. Falsch verstehen. Hey, noch einer. Haben wir noch eins hier? Hallo? Ja, nein? Ich kann mich einmal schon stärken jetzt. Wir haben drei jetzt wieder. Theoretisch haben wir vier. Drei brauche ich. Das sieht mir hier nach dem Eingang aus, da, oder? Ein bisschen. Schon ein bisschen. Wo kam ich denn jetzt runter? Von da, ne? Dann bin ich direkt hier rüber gegangen. Lass mich die ganze Plateau mal schnell. Ja, macht ihr eure Witze, Chat. Ist gut. Okay, das heißt hier, von der Seite komme ich gar nicht rüber zur Karte. Es muss irgendwie unterirdisch sein. Mit der festen Überzeugung, dass das unterirdisch ist. Nee, das ist von... einer anderen Stelle. Das Gemälde eines Drachen. Ja, aber der muss woanders liegen. Irgendwie. Also wir haben zwei gekillt, die haben mir je einen gegeben, das ist gut. Hätte ich nur dieses Loch, ja, ist furchtbar. Furchtbar! Was die alle immer mit ihrem Loch haben. Mir fällt gerade ein, ich hätte aus Versehen beide triggern können und dann hätte ich gegen zwei kämpfen müssen. Ne? Zwei Finger, but whole, ja, genau. Ansonsten. Warum sieht der anders aus als die anderen? Hier ist das Beste. So, hier kann man nochmal eins runter, aber ich dachte, dass mit. Also, ich finde das hier ein bisschen verdächtig.
wenn man hier so rüber geht, kann man hier dann runter. Wir gehen mal ganz fix was überprüfen, ja? Sieht mir so aus, als ob man von hier rein kann. Dann klettert man da an der Stelle runter. Hier scheint es nirgendwo runter zu gehen. Danke fürs Testen! Ja, was ein Berg. Gut, wir haben es uns angeschaut. Es muss von da einen anderen Weg geben. Ich glaube, da kommt man durch diese Lücke durch und kann man dann durchlaufen. Dann kann man an der anderen Seite runterspringen. Also hier. Dass man hier rein kann. Dann läuft man hier so. Geht zumindest in der Nacht aus. Warte mal schnell. Hier bin ich gar nicht durch. Ich bin hier. So. Ach nee, das ist so einer. Ja, also ich weiß, welche Fähigkeit ich nachher wieder rausnehme. Was ist das für ein Shit? Du bist frei! Flieh! Das ist der Scheiß. So, yo.
hier kommt auch. Krasser Spell, OP. Mega. Insane OP. Brutal die OP, das ist. Ich will ihn eigentlich auch nicht mehr spielen, weil das gesamte Spielgefühl weggeht, weil er so OP ist. Also ich kam ja von da, das heißt, hier dürfen wir noch was haben. Ah, hier, ja. Oh. Ein Dorf. Der ist ja mühsam. Okay, nice. Flieg! Flieg! Du bist frei! Niemand mehr da, den du stärken kannst, du Trottel. Menschenfliegenarsch. Den Namen. Das ist wirklich nichts Persönliches, Jungs. Ne? Ein goldenes Horn. Okay, das ist ja auf der Seite jetzt erkundet, aber ich bin noch nicht hier rein. Das sind echt viele, Mann, das ist Wahnsinn. Asche. Ja, ja, das Erkunden hat sich gelohnt. Jetzt können wir noch runter. Doch gespannt, was unten ist. Geheimgang voraus und der andere schreibt Verrat. Da ist er wieder, der Totenkopf. Und voraus, ja. Warm ab. Vorsicht, Falle. Immer weiter runter ins Verderben.
Er hat sich trotzdem gestärkt. Renn, flieh! Ihr Narren! Ich habe eine riesige Fliegentatsche dabei. Warum fällt mir der Witz erst so spät ein? Ich bin nicht mehr in Form, nicht mehr wie früher. Okay. Okay, jetzt bin ich hier auf dem Zwischenebenchen. Wo bin ich? Ah, warte, das ist die... Hier hätten wir jetzt... Ach so, hier schließt sich der Kreis wieder. Also das ist die Stelle, wo wir runterspringen können. Wollte mich jemand schlagen? Oh Gott, mein eigener Hammer hat mich erschreckt. Wenn man den Satz jetzt out of context, ohne Bild, ne, sagt. Schwierig. Schwierig. Aber was eigentlich gemeint war, war, er hat den Hammer wieder so nach ins Bild gezogen und ich habe mich erschreckt ab dem. Ich muss nochmal schnell hoch. Die ganzen Sachen noch einlösen soll, ne? Oder vielleicht. So, was haben wir hier hinten? Nicht viel. Eins Mond. Gar nicht hier. Ich gehe nochmal schnell mit dem, um zu gucken, ob wir hier irgendwie so in dem Bereich nochmal. Nein, das ist gut. Ach so. Aha! 10 haben wir jetzt, super. Stufenaufstieg machen wir noch schnell. Schick. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge werden wir das hier erkunden. Und dann werden wir ein bisschen schauen, was Sache ist. Hier noch weiter runter geht's wohl nicht. Das heißt, wir haben hier den untersten Punkt erreicht. Eigentlich recht viel erkundet an der Stelle tatsächlich. War gut. Bin ich hier jemals hoch? Ich bin hier nie über die Brücke, ich bin hier nie weitergegangen, ne? Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann hier hoch und gucken, was da oben ist. Nachdem wir die Katakomben hier unten erkundet haben. Klingt für mich nach einem Plan. Gut! Like da lassen, Kommi da lassen und Entschuldigung, dass die ersten 30 Minuten so lange gedauert haben und ich da mit den Golem am Rumblödeln war. Nächste Folge geht's weiter, ich freue mich drauf. Bis dann.